Zeit und Energie sind begrenzte Ressourcen, wenn man so ein aufwendiges Hobby wie Triathlon hat. Das gilt natürlich für normale Berufstätige oder Menschen mit Familien, aber noch umso mehr für Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter. Deshalb geht es in diesem Video um die etwas andere Work-Life-Balance. Ich möchte dazu ein paar Hintergrundinfos liefern, Erklärungen, was eigentlich problematisch bei der ganzen Sache ist und natürlich Anregungen und Empfehlungen geben, wie man Schichtarbeit und Triathlon-Training miteinander vereinbaren kann. Es ist allgemein bekannt, dass Schichtarbeit nicht gerade der gesündeste Lebensstil ist. Es gibt sogar das sogenannte Schichtarbeiter-Syndrom, unter das verschiedene Symptome wie chronische Erschöpfung, verschiedene Schlafprobleme, Stress oder auch ein mangelhafter Ernährungshaushalt zählen. Alles das können wir natürlich im Triathlon-Training nicht ganz so gut gebrauchen. Das soll aber nicht heißen, dass es unmöglich wäre, beides miteinander zu vereinbaren. Möglicherweise kann der Sport ja sogar dazu führen, dass die negativen Effekte der Schichtarbeit nicht ganz so sehr zum Tragen kommen. Ich möchte alljenige, die das betrifft, ermutigen. Es gibt viele Möglichkeiten und Lösungen und ein paar davon erfahrt ihr in diesem Video. Doch zunächst möchte ich die Frage klären, was ist denn überhaupt die Problematik bei der Schichtarbeit? Es ist so, dass sich unsere Körperfunktionen nach dem verfügbaren Tageslicht richten. Das bedeutet, die Aktivitäten unseres zentralen Nervensystems, unser Stoffwechsel oder auch unser Hormonhaushalt sind davon abhängig, ob es hell oder dunkel ist. Unser Herzschlag, die Atmung, die Körperkerntemperatur, unser Hungergefühl oder beispielsweise die gefühlte Leistungsfähigkeit oder Müdigkeit werden dadurch indirekt mitgesteuert. Dieser natürliche Biorhythmus bzw. die innere Uhr gerät nun aber ein bisschen aus dem Gleichgewicht, wenn man in Schicht arbeitet und mal sehr, sehr früh morgens aufsteht oder mal sehr, sehr spät ins Bett geht. Natürlich wird es umso schlimmer, je mehr Schichten man miteinander kombiniert. Aber jeder Eingriff in diesen natürlichen Biorhythmus, auch wenn man als normaler Mensch erst um 2 Uhr nachts ins Bett geht, kann unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit beeinträchtigen. Bei Menschen in Schichtarbeit sind da vor allem 3 Bereiche betroffen. Einerseits natürlich die körperliche Erholung, dann das Immunsystem und zusätzlich noch der Stoffwechsel. Was den Schlaf angeht, mangelt es hier nicht nur an Dauer, das heißt, man kommt nicht immer auf seine 7 bis 9 Stunden, sondern auch an der Qualität des Ganzen. Wenn man nämlich nachts arbeitet und tagsüber schläft, bekommt man in der Regel weniger Tiefschlaf. Das liegt unter anderem daran, dass es natürlich Geräusche von außen gibt, aber auch vor allem am Einfluss des Lichts, das ja wie gesagt unseren Stoffwechsel und den Hormonhaushalt mit reguliert. Auf lange Sicht kann sich also ein erhebliches Schlafdefizit ansammeln. Das Stresslevel ist dementsprechend erhöht und die Laune nicht immer die beste. In Bezug auf das Immunsystem wirkt vor allem ein Faktor und das ist das mangelnde Vitamin D. Dadurch, dass man nicht genug Sonnenlicht im Laufe des Tages sammeln kann, ist man anfälliger für Infektionskrankheiten. Hier kann man mit entsprechenden Präparaten nachhelfen, allerdings gleicht das nicht alles aus, denn wenn der Tiefschlaf kompromittiert ist, bedeutet das natürlich auch, dass wichtige Prozesse im Körper nicht ablaufen, dass beispielsweise Schadstoffe nicht aus den Zellen abtransportiert werden und auch das kann natürlich das Immunsystem beeinträchtigen. Wie man sieht, hängt alles miteinander zusammen und man kann nicht durch eine einfache Spritze das Ganze beheben. Gleiches gilt natürlich für den Stoffwechsel. Unser Essverhalten wird neben unseren Gewohnheiten vornehmlich durch Hormone gesteuert. Da gibt es 2 sehr wichtige Hormone. Das eine ist das Leptin, das unser Hungergefühl hemmt. Das andere ist das Ghrelin, das den Hunger ankurbelt. Durch Spätschichten und Nachtarbeit wird nun aber unser Hormonhaushalt so durcheinander gebracht, dass Leptin weniger und Ghrelin stärker wirkt. In der Regel haben Personen, die in Schicht arbeiten, mehr Hunger und ein geringeres Sättigungsgefühl. Dementsprechend essen sie mehr und sind gefährdet, schneller Gewicht zuzunehmen. Insgesamt gibt es ein erhöhtes Risiko für Magen-Darm-Probleme, Diabetes, Bluthochdruck oder Herzinfarkt. Bei all diesen negativen Fakten kann man schon fast verzweifeln, aber ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, sondern lieber etwas Positives dagegen halten. Eine gute Nachricht ist nämlich, dass Sport definitiv viele von diesen negativen Aspekten ausgleichen kann, abgesehen davon, dass er natürlich sehr viele positive Gefühle in uns freisetzt. Trotzdem ist es natürlich kein Pappenstiel, Triathlon zu machen, wenn man schon in Schicht arbeitet.
Zu den körperlichen Symptomen, also der Erschöpfung, dem Schlafmangel, möglicherweise einem erhöhten Ruhepuls und einer verminderten Leistungsfähigkeit kommen natürlich auch noch logistische Probleme. Wann soll man denn ins Schwimmbad gehen, wenn man tagsüber schläft und nachts arbeitet, beispielsweise? Ich habe daher ein paar Anregungen gesammelt und mir dazu auch Informationen und Feedback gerade von Menschen in Schichtarbeit geholt. Wie so oft sind gute Planung und Vorbereitung das A und O. Logischerweise sollte sich der Trainingsplan nach dem Schichtplan richten und nicht andersrum. Das bedeutet beispielsweise, dass lange Einheiten vor allem an trainingsfreien Tagen stattfinden sollten. Ansonsten richtet sich die Intensität der Einheit auch am Beginn der Schicht. Je später die Schicht beginnt, umso niedriger sollte die Intensität ausfallen. Gerade bei ständigen Schichtwechseln solltest du also darauf achten, dass die Belastungsphase nach der Frühschicht und die Entlastung vor der Spätschicht stattfindet. Selbstverständlich macht es Sinn, hier eigene Erfahrungswerte zu sammeln und das Training so anzupassen, dass man eben während der Schicht noch genügend Leistung bringen kann. Planung ist natürlich gut, aber an der Umsetzung hapert es manchmal. Hier helfen definitiv Routinen, die meistens sehr viel stärker wirken als Motivation. Es kann beispielsweise sinnvoll sein, feste Trainingszeiten bei bestimmten Schichten zu etablieren. Das heißt, immer wenn man Spätschicht hat, sollte man zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen und das nicht einfach dem Zufall überlassen, sodass man sein Training noch rechtzeitig schafft. Wenn man die Möglichkeit hat, kann man natürlich auch den Weg zur Arbeit nutzen, beispielsweise für eine Radeinheit oder für einen Lauf, vorausgesetzt man hat eine Dusche auf der Arbeit. Das hat dann zusätzlich den Vorteil, dass man seine Einheiten tatsächlich draußen machen kann, sodass man immerhin auch ein bisschen Sonnenlicht und Vitamin D abbekommt. Ein Hack gegen die fehlende Motivation sind häufig auch Verabredungen mit Freunden oder Bekannten und sei es für eine kurze Runde auf Swift. Und wenn der Schweinehund mal wieder besonders laut bellt, dann kann man auch einfach sagen, okay, ich starte jetzt diese Einheit 10 Minuten, schaue, wie es mir dann geht. Wenn ich zu müde bin oder gar keine Lust habe, kann ich das Ganze immer noch abbrechen. Meistens kommt aber dann die Motivation im Laufe des Prozesses. Das waren jetzt ein paar Tipps zur Planung und Durchführung, aber es gibt ja noch sehr, sehr viele Lifestyle-Faktoren, die natürlich dein Wohlbefinden auch stark beeinträchtigen können oder dir helfen, dass du besser schläfst, dass du dich fitter fühlst und dementsprechend auch leistungsfähiger bist. Daher möchte ich hier noch ein paar allgemeine Anregungen für einen guten und gesunden Schlaf geben. Sofern es möglich ist, solltest du natürlich den gleichen Schlaf-Wach-Rhythmus beibehalten. Klar, bei Schichtarbeit ist das schwierig, aber wenn du beispielsweise keine Nachtschichten hast, dann kannst du es immerhin so organisieren, dass du die Zeit in der Nacht auch ausnutzt, weil, wie gesagt, hier andere Prozesse im Körper ablaufen als tagsüber. Eine spezielle Zu-Bett-Geh-Routine kann übrigens auch helfen, und zwar nicht nur, wenn man in Schicht arbeitet. Dazu gehört eine gewisse Schlafhygiene, dass man zum Beispiel 1-2 Stunden vorm ins Bett gehen nicht mehr auf dem Fernseher rumseppt oder irgendwelche Computerspiele zockt, sondern lieber etwas Entspannteres macht, beispielsweise lesen, wo eben auch nicht solche krassen Reize auf die Augen wirken. Also allein die bewegten Bilder oder auch das Blaulicht, das von den Mobilgeräten ausgestrahlt wird, sorgt ja dafür, dass wir wach gehalten werden. Gleiches gilt natürlich auch fürs Training. Wenn du eine harte Intervalleinheit kurz vor dem Schlafengehen machst, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du dann lange wach liegst. Da hilft vielleicht ein bisschen Dehnen, Yoga oder irgendetwas Ruhiges eher. Außerdem sind Stoffe wie Alkohol, Nikotin oder sogar auch Koffein vor dem Schlafengehen Gift. Der Alkohol hilft natürlich erstmal schneller einzuschlafen, aber die Durchschlafphase ist meistens gestört. Und was den Koffein angeht, hat der eine relativ lange Halbwertszeit. Noch 6 Stunden, nachdem man den Kaffee getrunken hat, ist etwa noch die Hälfte davon im Blut. Klar muss man hier vielleicht einen guten Kompromiss finden, damit man wach ist, wenn man wach sein möchte und schlafen kann, wenn man sich hinlegt. Jetzt habe ich viele Dinge erwähnt, die man nicht tun sollte. Es gibt aber auch ein paar positive Sachen, die To-Dos, die helfen können, besser zu schlafen und dementsprechend leistungsfähiger zu sein. Dazu gehört unter anderem das Ritual der heißen Dusche oder des warmen Bades eine Stunde vor dem Schlafengehen.
Das sorgt dafür, dass der Körper die überschüssige Energie in Form von Wärme abgibt und dann schneller die ideale Temperatur zum Schlafen erreicht. Ansonsten empfiehlt sich ein ruhiges, kühles Schlafzimmer. Hier ist die Empfehlung 16 bis 19 Grad. Das kann man natürlich auch durch eine entsprechende Matratze oder Bettwäsche unterstützen, sodass man eben in der Nacht nicht so stark schwitzt. Im Übrigen sollte das Schlafzimmer nur zum Schlafen und Ausruhen genutzt werden und keineswegs zum Arbeiten. Wenn man das Zimmer nicht komplett abdunkeln kann, gerade tagsüber, wenn schon Licht reinscheint, dann hilft vielleicht eine Schlafmaske, damit zumindest die Augen keine weiteren Reize aufnehmen. Manche Personen schwören auch auf gewisse Geräusche. Das sogenannte weiße Rauschen ist eine spezielle Frequenz, die Babys hilft, schneller einzuschlafen, und das kann natürlich auch bei Erwachsenen wirken. Wenn all diese natürlichen Maßnahmen nicht viel bringen, dann hilft möglicherweise der Gang zum Arzt. Der kann unter anderem Melatonin verschreiben. Das ist das Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn die Dämmerung einsetzt und unser Körper uns zeigen möchte, dass wir jetzt schlafen gehen sollten. Nachts ist der Melatoninspiegel etwa 3 bis 12 Mal höher als tags. Das ist natürlich auch eine Ursache, weshalb man bei Schichtarbeit tagsüber nicht so langen und qualitativ hochwertigen Schlaf bekommt. Noch eine Empfehlung abseits des Schlafs. Was das Essen angeht, werden unsere Entscheidungen sehr stark davon beeinflusst, ob wir wirklich wach und fit sind oder ob wir eher ein bisschen Matsch in der Birne sind. Dementsprechend sollte man das Essen nicht dem Zufall überlassen. Möglichst an den arbeitsfreien Tagen vorkochen, dann sind es auch gesunde Dinge und nicht das Fastfood, auf das man während der Schicht dann Bock hat und sich dann vielleicht auch die doppelte Menge reinschaufelt. Inzwischen gibt es ja auch sehr viele Fertiggerichte, die gute Inhaltsstoffe haben, sodass man noch nicht mal selber kochen muss, wenn man dafür die Zeit nicht hat. Alle diese Maßnahmen sind dazu gedacht, dich zu unterstützen, dass du besser schläfst, ausgeruhter bist und natürlich auch leistungsfähig für deinen Sport. Trotzdem ist es essentiell, dass du dich auch selbst weiter beobachtest und auf Zeichen deines Körpers reagierst. Das kannst du zum Beispiel dadurch bewerkstelligen, dass du durch gewisse Apps oder Gadgets deine Herzratenvariabilität, deinen Schlaf und deine Erholung ein bisschen beobachtest. Die Garmin-Uhren haben inzwischen oftmals solche Tracker integriert, aber auch das Whoop-Armband, der Oura-Ring oder die Apple Watch bieten solche Funktionen an. Natürlich sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass die keine hundertprozentige Genauigkeit versprechen. Und wenn es einen eher verunsichert, dass man sieht, dass der Schlaf nicht ausreichend war, dann sollte man von diesen Gadgets vielleicht lieber die Finger lassen. Es ist natürlich alles individuell und jeder muss da auch herausfinden, was ihm oder ihr gut tut. Zum Schluss gilt es noch zu sagen, dass es natürlich immer eine Gratwanderung ist, die richtige Belastung zu finden. Du solltest also deine Ambitionen überdenken, gerade wenn du schon einen so anstrengenden Job hast, und nicht versuchen, Triathlon dann auch noch auf dem allerhöchsten Niveau zu betreiben. Triathlon kann dir bei der Schichtarbeit definitiv helfen, viele der negativen Aspekte zu vermeiden, aber du solltest nicht allzu hochfliegende Ambitionen haben, um dich nicht noch zusätzlich zu stressen. Wenn du selbst betroffen bist und dir noch weitere Ideen und Tipps einfallen, dann schreib sie sehr gerne hier unten in die Kommentare, damit auch andere noch davon profitieren können. Ansonsten empfehle ich dir unser letztes Video zum Thema Triathlon und Berufstätigkeit. Auch hier gibt es natürlich gewisse Überschneidungen. Und dann freue ich mich wie immer, wenn du den Kanal abonnierst und wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin!